Zur Feier des Sonntagsgottesdienstes darf ich alle ganz herzlich begrüßen, auch die Bewohner hier in Josef Wohnheim. Herzlich willkommen zur Mitfeier. So, lasst uns diese Feier beginnen, Gott einladen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ein Sprichwort sagt, keiner kann nichts und keiner kann alles. Vieles vermögen wir Menschen nur gemeinsam. So lebt und gelingt jede Gemeinschaft, auch die Gemeinschaft der Gläubigen, die Kirche, nur wenn sich jeder in ihr selbst mit einbringt. Doch mittlerweile fehlen bei uns in der Kirche viele ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter und nicht erst seit der Corona-Krise. Zu Jesu Zeiten schien es auch schon einen gewissen Mitarbeitermangel zu geben. Ein Mitarbeitermangel für die gute Sache und den Dienst am Menschen. Und so sagt Jesus und seinen Jüngern heute im Evangelium: Bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. So wollen auch wir heute Gott bitten, dass er uns zeigen möge, was wir können und wo wir in seinem Namen gebraucht werden. Rufen wir ihn und seine Hilfe und seine Erbarmen für uns an. Thank you.
Gott, du unsere Hoffnung, unsere Kraft. Ohne dich vermögen wir nichts. Steh uns mit deiner Hilfe und Gnade bei, damit wir denken, reden und tun, was recht ist, was dir gefällt. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder und Schwestern, Christus ist schon zu der Zeit, da wir noch schwach und gottlos waren, für uns gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Gericht Gottes gerettet werden. Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Mehr noch, wir rühmen uns Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen.
Die Namen der 12 Apostel sind an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas. Dann Jakobus, der Sohn des Zebedeus, und sein Bruder Johannes. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn später verraten hat. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein und treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wie gewinnt man das Herz eines Menschen? Die Antwort auf die Frage lautet wohl nur mit Liebe. Dazu gehört man Interesse am anderen haben, Verständnis und Wertschätzung für ihn aufbringen, ihm zeigen, ihm Anerkennung und Respekt zollen, ihm Mitgefühl und Hilfe schenken, ihm Güte und Barmherzigkeit, auch Vergebung erweisen, für den anderen da sein, ihm zuhören, ihm Ermutigung und Zuspruch schenken und vieles andere mehr. Über Jesus heißt es heute im Evangelium: Als er die vielen Menschen sah, da hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft. Für mich ist das ein sehr schönes Bild von Gott, wie sich uns Gott in Jesus Christus zeigt und uns sich zuwendet. Er zeigt sich uns als mitfühlender Gott, einer, der die Nöte und Sorgen der Menschen wahrnimmt, sie kennt und sieht, der ihre Leiden spürt und ernst nimmt. Darum sendet er seine Jünger aus, um den notleidenden Menschen zu helfen, sie zu heilen, sie zu befreien und zu erlösen. Gott hat Mitleid mit uns. Das heißt, wir sind ihm nicht egal. Er macht sich Sorgen um uns. Er hat uns in sein Herz geschlossen, weil wir ihm wichtig sind. Gott hat Mitleid mit uns. Das bedeutet, er ist empathisch. Unser Schicksal lässt ihn nicht kalt. Unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Leiden lassen ihn nicht unberührt. Er selbst leidet sogar am Ende für uns am Kreuz, damit wir, wie Paulus es im Römerbrief heute sagt, Erlösung finden. So handelt Gott an uns Menschen und ergreift in Jesus Christus Partei und Initiative für uns, damit wir weder im Leben noch im Tode untergehen und Schiffbruch erleiden. Und sein Handeln geschieht aus freien Stücken, aus Liebe heraus, ohne Bevormundung und Zwang. Das heißt, wir müssen für Gott keine Vorableistungen erbringen. Gott schenkt sich uns einfach so. In der Begegnung mit dem Zöllner Zachäus und der Ehebrecherin, bei der Segnung der Kinder, bei der Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda, in der Erzählung vom barmherzigen Vater, bei der armen Witwe, die ihren Sohn verloren hat, und an vielen anderen Stellen mehr im Evangelium wird das deutlich und spürbar. Da wird Gottes Mitgefühl und seine bedingungslose Liebe für uns Menschen sichtbar. Daher überträgt und schenkt Jesus seine Vollmacht auch den Jüngern und sagt zu ihnen: Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Zugleich zeigt sich auch in der Jüngerberufung, dass Gott ein partnerschaftlicher Begleiter für uns ist, ein Freund der Menschen, einer, der uns Mitstreiter und Verbündete sucht, einer, der uns zutraut, trotz all unserer Schwachheiten und Schwächen
all unsere Unvollkommenheit in seinem Namen Heil und Segen zu bringen, zu werden. Geht zu den verlorenen Schafen, sagt er. Geht und verkündet, das Himmelreich ist euch nahe. Heile Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. In Gottes Augen sind wir wer. In Gottes Augen können wir was. Er macht uns groß. Und so sind wir nicht nur Empfangende, sondern auch Gebende, Schenkende, Gesendete und Gesegnete. Gottes Freunde und Partner, weil er uns das zutraut, uns dazu bevollmächtigt und ruft, wie die Schrift sagt. Er uns zu diesem Dienst auch bestellt. Und weil er uns vertraut, uns etwas zutraut, können wir auch andere ermutigen und ihnen Hoffnung und Heil zusprechen. Gut, dass es einen gibt, der Mitleid mit uns hat. Gut, dass es einen gibt, der mit uns leidet und mit uns fühlt. Gut, dass es einen gibt, der uns leiden mag, der uns leiden kann. Ihm dürfen wir folgen. Für ihn können wir uns stark machen. Für ihn und mit ihm können wir unseren Weg durchs Leben gehen und auch andere dazu einladen und ermutigen, mitzukommen. Herr Jesus Christus, wie ein guter Hirte gibst du auf uns Acht, so bitten wir dich. Für unsere Kirche, dass du immer wieder Menschen in der Nachfolge rufst, die sich sozial, karitativ und missionarisch in unsere Gesellschaft engagieren. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Für uns selbst, dass wir jeden Tag neu nach dir fragen und nicht müde werden, dich um Hilfe zu bitten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns.
die müde und erschöpft sind und unter der Last des Lebens leiden. Sei ihnen nahe und schenke ihnen deinen Trost und deine Kraft. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Kranken, dass sie durch dich Heilung und Linderung ihrer Schmerzen erfahren. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, besonders für Günther Lindemann und Maria Kolterborg, führe sie zur Fülle des ewigen Lebens. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dir folgen und vertrauen wir, heute, morgen und in Ewigkeit. Amen. Thank you.
der Quell aller Heiligkeit, aller Lebens. So komme her voller Liebesicht und bitten. Sende deinen Geist über die Gaben von Brot und Wein, damit Jesus Christus mit Leib und Blut in unserer Mitte gegenwärtig wird. Denn als aus Liebe zu uns Menschen sein Leben hingab, um uns zu befreien, dann nahm er einmal das Brot und sagte den Dank, brach es, reichte es seinen Freunden und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So mach uns offen für die Menschen um uns, dass wir ihre Trauer und Angst, ihre Hoffnung und Freuden teilen und ihnen so den Weg weisen zum Heil. Vater, gedenke auch unserer Schwestern und Brüder, die im Frieden Christi heimgegangen sind. So beten wir heute für Maria Holterbaum und Günter Lindebaum. Gedenke an unser Verstorbenen. Der Glauben niemand so gut kennt wie du und führe sie zur Auferstehung. Und wenn unser eigener Weg einmal zu Ende geht, nimm auch uns auf in dein Reich, wo wir für immer die Fülle des Lebens und der Herrlichkeit erwarten. Lass uns in Gemeinschaft mit der Gottesmutter Maria, mit den Aposteln und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Was auch immer im Leben geschieht, Gott verheißt uns eine gute Zukunft, das neue Leben in Fülle, den neuen Himmel, die neue Erde, das Kommen seines Reiches. Darum dürfen wir beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo die Liebe und die Güte ist, da ist Gott. So bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Lieblosigkeiten, auf unsere Schwächen, auf unser Versagen, sondern sieh auf das, was uns verbindet. Sieh auf das Gute, das wir uns im Leben wünschen. Sieh auf unseren Glauben, auf unsere Liebe und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist.
uns beten und Gott um seinen Segen für uns beten. Herr, unser Gott, das heilige Mahl ist ein sichtbares Zeichen, dass deine Gläubigen in dir eins sind. Lass uns durch diese Feier eine Gemeinschaft werden, eine Einheit in Christus, unserem Herrn. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Herr segne und behüte euch. Er lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch nah. Er wende euch sein Angesicht zu und schenke euch sein Heil, seine Liebe. Dazu segne euch der Güte.